What the fuck? Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Sommer-Umstyling für euch und dafür habe ich ein paar Make-up-Produkte im Test und ein paar neue Klamotten und ein paar Schuhe. Ihr fragt euch wahrscheinlich bei zwei Outfits, warum nur ein paar, aber das sind halt so Basic-Schuhe, die eigentlich so ziemlich zu allem passen. Und bevor ich wieder fast eine Minute lang quatsche, würde ich mal sagen, let's go! Meine Lieben, ich habe jetzt die Kamera umgestellt. Das Licht brauchen wir gar nicht mehr. Und ich fange jetzt mit der Kleidung an. Und einmal habe ich dieses T-Shirt hier. Den Preis und den Shop blende ich euch hier ein. Und das hat hier oben einfach, was ich mega cute finde, so ein Tiger mit Pailletten hingestickt. Und oben so einen kleinen Detailkragen. Und der Stoff ist auch nicht so ganz normal. Er ist jetzt nicht warm, er ist so ein bisschen netzartig, aber halt doch nicht durchsichtig, was ich ganz cool finde. Und zwar ist das diese Hose hier. Die schaut so aus. Ihr werdet sie gleich nochmal angezogen sehen. Ich weiß nicht, habe ich sie euch in einem Haul gezeigt? Die ist ganz schwarz, hat hier oben so, ja, so kleine Aufnäher. Kleine Aufnäher, genau. Und hier ist sie extrem ausgefranst. Und die Löcher waren vor ein paar Tagen noch kleiner, aber ich hatte sie halt jeden Tag in der Schule und so auch an. Und zum Ausgehen einmal. Und dann wurden die Löcher immer größer. Habe ich mir noch diese Jeansjacke aus meinem Schrank rausgesucht. Die ist so hellblau und ein bisschen verwaschen. Aber nur ein bisschen. Und nicht zerrissen. Die ist so... Die Marke heißt Yaya Woman. Ich habe die jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre. Deswegen habe ich keine Ahnung mehr, wie teuer die war. Ich schätze so zwischen 60 und 80 Euro, schätze ich mal, Jeansjacke ein. Also die habe ich jetzt schon so gute... 2 Jahre oder so. Kommen wir auch schon zu Outfit Nummer 2. Ihr werdet beide Outfits gleich angezogen sehen. Und zwar ist das, etwas schwer hochzuhalten, dieses Oberteil hier. Wie ihr sehen könnt, ist es extremst durchsichtig. Deswegen werde ich darunter noch ein kleines schwarzes Oberteil anziehen, aber das zeige ich euch auch später. Dann habe ich hier noch eine Art Leggings, die auch, ja, nicht nur falsch herum ist, sondern auch extrem löchrig ist. Also netzartig. Und dazu werde ich einen Rock anziehen. Und den Rock, den seht ihr auch jetzt. War's da auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und lasst euer kostenloses Abo da. Wie immer findet ihr meine Social Media Seiten und noch mehr Infos zu meinen Klamotten in der Infobox und ich würde dann sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!